Es ist vorbei. Die Castoren sind im Kasten. Thema bleiben sie. Vergangene Woche zu Beginn des Atomtransports hatten wir ja über die Vorbereitungen von Polizisten, Protestlern und Presse berichtet. Vor allem die Polizei wollte diesmal vieles anders, nämlich besser machen. Ich mache Ihnen das mal vor, wie es früher gewesen ist. Sie kommen als Reporter zu mir, als Einsatzkraft, stellen eine Frage. Nee, ich sag nichts. Gesagt wurde diesmal tatsächlich einiges und auch getan. Besser wurde es dadurch aber nicht. Katja Käppner und Stefanie Zietz über eine neue Zusammenarbeit mit neuen Problemen. Großeinsatz im Wendland. 19.000 Polizisten im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass der Castor das Zwischenlager sicher erreicht. Es soll reibungslos zugehen, auch mit denen, die beobachten, dokumentieren und berichten. Wir haben ja über 60 Leute bei uns eingesetzt, die den direkten Kontakt auch mit den Journalisten haben. Und wir alle haben eigentlich bis auf wenige Einzelfälle absoluten positiven Rücklauf. So zufrieden klingen viele Journalisten jedoch nicht. Auch in übersichtlichen Situationen hat unser Team von der Taz, aber auch viele andere Kollegen, mit denen wir gesprochen haben, erlebt, dass es immer wieder Probleme gab, Zugang zu erhalten, als Journalist anerkannt zu werden, aber auch als Journalist attackiert zu werden und unter Schikanen zu leiden. Es war ganz klare Ablehnung und zum Teil wirklich auch feindliches Auftreten und Es waren harte Arbeitsbedingungen für Journalisten bei diesem Castortransport. Seit 10 Jahren dokumentiert Timo Vogt die Proteste in Gorleben. Um eine Gruppe von Demonstranten zu fotografieren, wollte er durch eine Polizeikette. Ich habe mir eine Stelle gesucht, wo keine Demonstranten waren. Bin zu den Beamten gegangen, habe meine Akkreditierung, meinen Presseausweis ihnen hingehalten, habe gesagt, ich bin Journalist, ich möchte durch. Das hatte zum Ergebnis, dass der Beamte mich schubste und in diesem Schubsen den Kopf mit einer ausschweifenden Bewegung so drehte, dass er mir seinen Helm mit offenem Visier auf den Wangenknochen geschlagen hat. Den Schrecken danach hält ein Kollege fest. Der Beamte hätte einfach auf den Presseausweis in Ruhe gucken können und mich durchlassen oder auch von mir aus abweisen. Das wäre zwar immer noch nicht okay gewesen, aber eine andere Reaktion als gewalttätig zu werden. Auch andere Journalisten wurden behindert, als sie Festnahmen filmen wollten. Szenen, die in der Berichterstattung nicht fehlen dürfen. Ein ARD-Team musste für diese Bilder kämpfen. Wir wollen beobachten, dokumentieren und am Ende eben berichten, um ein Bild der Lage zu vermitteln. Bei dieser Situation war aber im Grunde das Scharmützel schon zu Ende. Wir wollten eigentlich nur von Ferne ein Bild machen. Und der Polizist hat sich immer vor die Linse gestellt, also eindeutig behindert, dass wir einfach filmen konnten. Leute, ihr behindert die Presse. Ihr bleibt jetzt erstmal hier stehen. Ihr behindert die Polizei. Was denn, wo war denn? Ey, Alter, schieb mich hier nicht. Du tust mir weh. Entschuldigung, wir sind von der ARD. Ich habe mit der Einsatzleitung gesprochen, die wissen, dass wir hier sind. Das war schon auch heftiger körperlicher Einsatz gegen den Kameramann. Der Polizist hat wirklich versucht, den Kameramann abzudrängen. Ich konnte nur sehen, wie die Jacke von der Schulter gezerrt wurde. Das war eine ARD-Jacke, also wir waren eindeutig als Presse zu erkennen. Wie der Fotograf Philipp Jeske. Er dokumentiert die Proteste für ein Nachwuchspressecamp, als er auf die Einsatzkräfte trifft. Andere Kollegen halten die Szene zufällig fest. Da sah ich für einen kurzen Moment zur Seite und drehte mich praktisch um in einem Moment und hatte schon eine volle Ladung Tränengas im Gesicht. Ich denke schon, dass es gezielt gemacht wurde, da ich ja klar erkennbar war als Fotograf mit meiner Kamera und mit dem Presseband. Bei Großlagen wie im Castor-Einsatz oder am 1. Mai unterwegs ist, der erwartet nicht, dass die Polizei ihm Zuckerwatte oder Dauerlutscher schenkt. Ja? Wer hier ist, weiß, dass mit Risiken solche Einsätze verbunden sind und die gehen wir auch gerne ein und nehmen sie in Kauf. Was wir aber erwarten, ist, dass uns zumindest da, wo es nicht nötig ist, unsere Arbeit nicht zusätzlich erschwert wird. Und leider erleben wir das zu häufig. Die Arbeit wurde nicht nur erschwert, im Falle von Philipp Jeske wurde sie sogar zunichte gemacht. Ich habe halt auch ein paar Bilder gemacht, weil sie auch so einen anderen Kameramann so ein bisschen bedrängt haben und den zur Seite geschoben haben. Unrechtens, würde ich sagen. Und dann war eben diese eine Polizistin, die auf dem Bild war. Und die hat behauptet, dass es illegal ist, Porträts von Polizisten zu machen, was ja einfach nicht die Wahrheit ist. Und hat halt quasi verlangt, dass wir das Bild löschen. Nachdem wir es halt nicht machen wollten, hat sie uns richtig gepackt und zur Seite gezogen und uns quasi nochmal gesagt, ja, wir müssen dieses Bild jetzt löschen. Die Kollegin,
die so vor Ort fotografiert wurde, hat den Journalisten gebeten, passen Sie auf, löschen Sie dieses eine Foto, ich will Ihre Kamera gar nicht haben, ich möchte nur dieses eine Porträtfoto, was so dicht vor der Nase gemacht wurde, das möchte ich gelöscht haben. Das ist dann getan und damit war der Fall auch erledigt. Die Aufforderung, Bildaufnahmen vor Ort zu löschen, ein Eingriff in die Arbeit der Journalisten und ein eindeutiger Verstoß gegen die Pressefreiheit. Dieses Löschen von Bildmaterial, was bereits gemacht worden ist, was bestimmte Vorfälle dokumentieren soll, das ist im vorliegenden Fall erstmals passiert und zeigt aus meiner Sicht auch eine neue Qualität. Dabei wollte die Polizei doch ihr Image verbessern und medienfreundlich auftreten. In einer Broschüre für Einsatzkräfte heißt es: Gehen Sie davon aus, dass Sie im Einsatz gefilmt und oder fotografiert werden. Diese Aufnahmen müssen Sie grundsätzlich hinnehmen. Nutzen Sie dies als Chance, die polizeiliche Arbeit positiv darzustellen. Doch in der Praxis hapert es. Die Polizei will die einzelnen Fälle jetzt prüfen. Ich würde sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Pressestelle, mit den professionellen Leuten, die Pressearbeit beherrschen, dafür da sind, eigentlich sehr gut und reibungslos läuft. Aber ich glaube, dass es massive Probleme gegeben hat, der Polizeiführung ihren Leuten zu kommunizieren. Und das sind 19.000 Personen gewesen, 19.000 Polizisten. Das ist sozusagen ein großes Recht und ein wichtiges Recht für Journalisten ist, ihre Arbeit problemlos tun zu können. Die Einsatzkräfte vor Ort müssten genau wissen, was die Rechte der Presse sind. Sie müssten zum Beispiel wissen, dass sie da nicht irgendwelche ominösen Gesetze sich ausdenken dürfen. Sie müssten wissen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Die Rechte der Journalisten, für die Polizei offenbar noch immer unklar. Nach 13 Castortransporten.